Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal haben wir uns unserer alten Meisterin Nordessa entledigt und Vatar hat uns daraufhin aufgetragen, in die Burg Zelenheim zu gehen und die Elfenkönigin hinzurichten, naja, zu töten, hinzurichten, wie auch immer. Wundert mich ein bisschen, dass er das nicht selber macht, weil er ist ja der große, böse, starke Dämon, aber na gut. Wir wollen ihn nicht enttäuschen, deswegen wollen wir uns mal nach Zelenheim begeben. Und ich glaube, ich versuche es einfach nochmal mit einer Nahkampfklasse. Zumindest einmal. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Das passiert dann. Ich weiß bloß nicht, welchen ich dann nehme. Goblin, Ork oder Berserker. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Berserker. Wobei. Moment, was kann der Goblin nochmal? Der Bombardier kann ja die schönen Bomben legen. Ich glaube, der Goblin hat noch Gift. Bolzen gehabt, oder? Oh, nicht nur Giftbolzen, was hatte der noch? Magische Bolzen. Ach komm, nehmen wir mal den Goblin. Probieren wir das einfach mal aus. So, natürlich mit vollen Heiltränken. Beste Armbrust, bester Schild, beste Axt. Läuft, würde ich sagen. Immer noch 590 Gold übrig. Probieren wir das mal aus. Mal schauen, was sich ergibt. Also, Burg Zelenheim, das Heiligtum des Lichts. Wird es der Flut der Finsternis standhalten oder wird das Elfenreich endlich sein Ende finden? Dein Auftrag ist es, die Elfenkönigin Eilindel und den Rat der Sechs zu besiegen. Den Rat der Sechs haben wir bisher nur ein einziges Mal gesehen. Und zwar, ich glaube, nach dem zweiten Level der Lichtkampagne. Da waren wir nämlich bei der Elfenkönigin und da war auch dieser Rat der Sechs. Und ja, wir haben sie in einer Zwischensequenz gesehen. Ja, unsere Missionen. Du musst die Königin Eilindel besiegen. Der Rat der Sechs wird versuchen, seine Königin zu beschützen und er muss auch vernichtet werden. Dann schauen wir uns das mal an, ob wir das mit dem Goblin hinkriegen. Ansonsten probiere ich es nochmal mit der Zauberin oder der Schützin, aber das wird schon irgendwie klappen. Cooler Gesichtsschutz auf jeden Fall vom Goblin. So ein bisschen wie so ein Maulkorb. Ja, und 700 Goldstücke müssen wir noch finden. Nicht, dass sie uns jetzt noch irgendwas bringen würden, aber hey. So, dann gucken wir uns erstmal an hier. Normale Bolzen möchte ich nicht haben. Magische Bolzen sind schon besser. Ich glaube, die sind zielsuchend. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das werden wir dann schon sehen. So, auf jeden Fall müssen wir erstmal es hinkriegen, in diese Festung überhaupt reinzukommen. Und ich werde mich aber erstmal, wie immer, hier draußen umschauen. Oder auch nicht. Ist auch ganz gut, dann ist auf jeden Fall kein Gold versteckt. Und ich nehme mal an, über diesen Felsen hier können wir rein. Na, das scheint der Haupteingang zu sein, ne? Fürchte meinen Zorn. Ratswache. Ui, die sehen aber cool aus. Das sind mal neue Gegner. Auch Leute, die man selber nicht spielen kann. So wie der Werwolf. Au. Moment. Für die reichen normale Bolzen, würde ich sagen. Ja. Okay, mit den normalen Bolzen treffe ich sie erst gar nicht. Wow, der lässt direkt mal so einen Edelstein fallen. Cool. Ist natürlich ein bisschen feige jetzt hier mit der Armbrust, aber wenn ich schon mal den Platz habe, warum sollte ich das dann nicht machen? Finde ich. Na, der hält aber ordentlich viel aus. Selbst mit dem Kopfschuss mache ich nur 81 Schaden. Also ich meine, gut, es ist nur eine Armbrust und kein Bogen, aber trotzdem. Aber immerhin direkt mal 100 Gold. Das ist schon... hat sich gelohnt. So, ja, genau. Erstmal mit dem Schild als Standardausrüstung, damit ich eventuelle Pfeile abwehren kann. Ja, ich schätze mal, ich muss darüber springen. Ich schaue mir aber erstmal hier den Rest der Umgebung noch an. Und gerade habe ich hier diese Torbögen bewundert, als die Ratswachen ankamen. Ja gut, ein bisschen pixelig, ein bisschen matschig die Texturen. Nach heutigen Standards. Aber eigentlich ganz hübsch, die Torbögen hier. Mit den, ich denke mal, es sollen Rosen sein, die sich da hochranken und da oben blühen. Hübsch, hübsch. Ja, und da kommen wir nicht weiter. Na gut. Beziehungsweise wir kommen weiter, aber naja, ihr habt es ja gesehen. Okay. Sieht so aus, als wäre da hinten hinter der Ecke noch irgendwas. Und da komme ich aber nicht hin. Na gut. Dann halt nicht. Dann widmen wir uns jetzt der Burg. Die ist auch eigentlich ganz cool. Also sieht ganz cool aus von außen so. Schauen wir mal, wie es drinnen aussieht. Vielleicht hat diese Burg ein Bett im Gegensatz zu Mordessas Insel. Spüre meinen Zorn. Insel, Gewölbe, Festung, Dingshaus. Nein, ich möchte, dass du wechselst. Dankeschön. Dann probieren wir mal den Giftbolzen aus hier.
Ach ja. Ist ganz nett. Könnte ich ohne leben, aber... Nein, 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 nicht die Mission verlassen. Also der Giftschaden ist jetzt auch wirklich vernachlässigbar. Vor allem bei diesen Gegnern. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie bei frühen Gegnern ganz nützlich ist, aber da hat man die Giftbolzen noch nicht und da hat man auch nicht das Geld, sich Giftbolzen leisten zu können. Da man dann lieber die bessere Waffe nehmen möchte. Deswegen... nicht ganz so nützlich. Aber egal. So, hier ist zu. Das war zu erwarten. Hier werden wir wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Aber wir haben hier noch die andere Einstiegsmöglichkeit. Ist aber immerhin... Oh, hier kommen wir doch rein. Ich dachte, da wäre jemand. Ich brauche einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Okay. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir den Schlüssel für die Falltür finden können. Ich finde das hier auch schön mit den ganzen, Bögen und so. Es gefällt mir. Ich mag die Architektur. Hüpf. So, können wir von der Seite hier rein? Nein, aber wir können garantiert auf der Seite hinein. Jawohl. Was haben wir da? Einen Schlüssel. Was für eine Überraschung. Möge Feuer dich verschlingen. Oh, da oben ist ein... Oh! Der hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der von hinten kommt. So. Was ich eigentlich sagen wollte, da oben ist ein grüner Edelstein. Spannend. Hier geht's hoch. Ich möchte aber erstmal sehen, was unter der Falltür versteckt ist. Das interessiert mich jetzt mehr. Ich meine, wenn wir den Schlüssel so früh finden, dann glaube ich nicht, dass es da weitergeht. Vor allem, da wir ja in die andere Richtung noch weiter können. Ich möchte auch... Wie kommen wir da oben dran? Ach, vermutlich von da aus auf das Gebälk da springen. Na gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wann wir da hinkommen. Okay, hoch komme ich auf jeden Fall noch. Jawohl. Oh! Oh, der hat mich jetzt erschreckt. Okay. Eigentlich war das zu erwarten, dass hier ein Gegner noch ist, aber der hat mich... Das kam wirklich unerwartet. Für mich. Boah. Okay. Gut, aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall hier runter zu springen. Und wir haben ja auch noch genug Tränke, also von daher, der hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Der Schreck war da größer. Gut, dann lasst uns mal wieder hineingehen in die Festung, in die Burg, in das Schloss. Kann man das als Schloss bezeichnen? Ich weiß sowieso nicht so genau, wo der Unterschied zwischen Schloss und Burg zu ziehen ist. Also für mich ist so eine Burg halt ein Bollwerk zur Verteidigung. Aus dem Mittelalter selbstverständlich, vor der Erfindung des Schießpulvers und der Kanonen. Und ein Schloss ist weniger Bollwerk und mehr zur Zierde und als Statussymbol und halt als Aufenthaltsort. So eine Art Sommerresistenz. Jetzt will ich schon wieder Resistenz sagen, genau wie in der letzten Folge. Furchtbar, ich meine natürlich Residenz. Oha. Wo kommst du denn her? Könnt ihr mal aufhören, euch zu verteidigen? Das ist ja furchtbar. Ja, ich weiß, es ist gerade hier nur wildes Rumgeklicke. Ich vermute mal, eine andere Klasse wäre tatsächlich sinnvoller gewesen. Na, egal. Wir haben ja genug Heiltränke. Und das sieht so aus, als würden wir darüber zu dem Edelstein kommen. Aber ich möchte erstmal nochmal hier runter. Und eine Ebene tiefer nachschauen, wo es da weiterging, denn da war ja noch eine Tür. Achso, hier ist noch ein Heiltrank. Na gut, nehme ich gerne. So, dann schauen wir mal. 100 Gold fehlen noch. Das ist einfach nur noch dieser grüne Edelstein. Dann scheint das Level auch schon, naja, vorbei zu sein. Okay, da geht es sowieso nicht weiter. Dann müssen wir da hoch. Darüber, wie auch immer. Ich könnte einfach hier lang. Aber da führt leider kein Weg weiter. Na gut. Dann gehen wir einfach hier weiter. Brücke, Brücke. Ist ja auch nicht besonders gut versteckt, der Edelstein hier. Allgemein, das war jetzt echt einfach, alles zu finden. Hey, du!
Witzig. Okay. Ich trinke nochmal einen Heiltrank, denn der nächste Kampf könnte etwas heftig werden. Schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür befindet. Ja, was wird da wohl sein? Es ist der Thronsaal. Und da geht die Tür wieder zu. Puh, ich bin gespannt, ob ich den Kampf beim ersten Mal schaffe und ob ich das mit diesem Charakter schaffe. Schauen wir mal. Ja genau, der Rat der Sechs. So soll es also enden. Es scheint deinem Herrn fehlt der Mut, mir persönlich entgegenzutreten. Da habe ich auch gesagt. Nun ringt zu Ende, wofür du hierher gekommen bist. Aber erwarte nicht, dass es einfach wird. Ja, das erwarte ich tatsächlich nicht. So, okay, wir müssen uns erstmal hier die Ratsmitglieder ausschalten. Okay, der macht anscheinend nicht zu viel Schaden, das ist angenehm. Aber trotzdem genug. Okay, das scheint mir aber machbar zu sein. Wahrscheinlich lösen sie gleich das Schild auf und greifen mich dann noch zu dritt oder zu viert an. Okay, es ist tatsächlich sogar sinnvoller, einfach auszuweichen. Ist hier sogar noch ein Heiltrank drin? Zwei sogar? Okay. Gibt es auf der linken Seite auch noch Heiltränke? Tatsächlich. Nehme ich doch mit. Und sie haben das Schild aufgelöst, ne? Ist die Königin allein oder sind da noch... Ne, die Ratsmitglieder sind alle tot. Ey, komm zurück. Ist sie tot? Das sah irgendwie so aus, als wäre sie sich jetzt dahin teleportiert, aber... Anscheinend... Nee. Och nö. Ist das Spiel jetzt verbuggt? Ah! Cool. Coole Sache. Okay, dann begeben wir uns mal auf die Verfolgungsjagd. Ah. Königin Eilindel. Okay, das war irgendwie sehr einfach. Ha. Hatte ich schwieriger in Erinnerung. Wie das so aussieht, als würde der Schädel auf der Rüstung gähnen. Witzig. Tja. Ich würde sagen, das ist ein wohlverdienter Feierabend. Vatar kann ganz zufrieden mit uns sein. Ja, direkt beim ersten Mal geschafft. Aber auch irgendwie wenig Einrichtungen in dieser Festung, in der Burg, wie auch immer. Tja, 700 von 700 Goldstücken gefunden. Damit haben wir alles Gold aus der Finsterniskampagne gesammelt. Erstmal, wir haben die Kampagne überhaupt durchgespielt, deswegen haben wir den Charakter Steingolem, Steingnom bekommen, was das gleiche ist von der Art her wie der Erdgnom aus der Lichtkampagne. Und es gibt noch ein weiteres Gegenstück zu der Lichtkampagne, nämlich Fetisia, die irgendwie hier nicht angezeigt wird, aber was halt das Gegenstück zu dem Roboter ist. Den Charakter haben wir bekommen, weil wir alles Gold gesammelt haben. Fell over Selenheim, for all could feel the loss of their beloved leader. She who wielded the magic that nourished Selenheim was dead. Her only heir was dead. Their fate was sealed. With renewed vigor, born of desperate men with nothing left to lose, the defenders continued their fight against the invading army, but to no avail. The hordes of Dregatar engulfed and devoured them. Most were put to gruesome, painful deaths. No honor was spared, no kindness shown. The insignificant beasts who used to be known as Selenheim's proud and valiant guardians were now led through the streets in shackles, chained as slaves. With great satisfaction, Vatar stood upon the mountaintop, watching the prisoners being herded away like dogs. Yet, a sense of unease was beginning to creep over him. Turning, the mighty demon looked down to see a mass of red and gold advancing toward the trampled battlefield. They were obviously intent on attacking,
probably expecting that his troops were already weary from the war they had just won. But such blatant arrogance from these mortals who thought themselves greater than he could not be tolerated. Angrily, he rose to call his army once more to war. But that is another story, to be told another time. Tja, das war's. Das war Enclave. Leider kriegen wir jetzt irgendwie nicht mal irgendwelche Credits angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Finde ich immer ganz schön, wenn man dann ein Spiel durch hat und dann nochmal reflektieren kann. Aber nun gut, tja. Das Ende hat jetzt so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es da eventuell eine weitere Fortsetzung geben wird. Und die war, soweit ich weiß, in Planung, ein Enclave 2. Wurde aber irgendwann gecancelt. Also wird es das vermutlich niemals geben. Deswegen haben wir nur dieses Spiel und ich fand es ganz nett. Ist jetzt nicht... Was ist denn jetzt los? Egal. Ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten. Definitiv nicht. Und teilweise sogar relativ stumpf einfach, wenn man einfach nur die Gegner abmetzelt. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Damals wie auch heute auch noch. Und vielleicht habe ich euch ja auch ein bisschen für dieses Spiel begeistern können. Und ja... Falls es mal irgendwie günstig zu haben ist, vielleicht könnt ihr es euch dann auch holen. Ich meine, die Story kennt ihr jetzt zwar schon, aber naja, egal. Ich würde sagen, wir jetzt schauen uns nochmal den letzten Charakter an, den wir bekommen haben. Also den Gnom möchte ich jetzt eigentlich nicht spielen, denn da haben wir schon den Erdgnom gespielt und der funktioniert genauso. Deswegen schauen wir uns Fetisia an. Okay, ja, man sieht im Grunde aus wie der Roboter. Hier ist sie, Fetisia aus Enclave Classic. Viel Spaß mit ihr. Tja, Enclave Classic, das es ja auch nie gab. Tränke, ach was, brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal schnell hier die Königin fertig. Schauen wir uns mal an, wie schnell wir das mit diesem Charakter schaffen können. Ja, nochmal schön hier umgucken mit Atemschutz. Könnte aus Unreal Tournament sein, so ein bisschen. Und hat natürlich auch einfach diese Raketen und macht unglaublich viel Schaden. Deswegen, ja, die Tränke brauchen wir eigentlich nicht, denn die heilen sowieso so wenig von unserer Lebensenergie. Das ist echt vernachlässigbar. So, kümmern uns erstmal um die Wächter. Wobei, ach, vergesst die Wächter. Wir gehen direkt zur Königin, würde ich sagen. Ich meine, wir brauchen ja auch die ganzen Edelsteine und so nicht mehr einzusammeln. Also finde ich ein bisschen schade. Der Level hier hätte deutlich länger sein können. Genau wie der letzte. Irgendwie wirkt das so ein bisschen... Nö, ich fürchte deinen Zorn nicht. Irgendwie wirkt das so ein bisschen... Boah, mit einem Schlag tot. So ein bisschen, als wäre das... Wollten sie das Spiel dann einfach komplett rausbringen und hätten die letzten Level nur noch so hinten dran gehängt. So, um das abzuschließen, so von wegen, ja... Oh, Entschuldigung, da musste ich gerade husten. Es hat zu sehr am Hals gekratzt. Aber ich werde es rausschneiden, von daher passt schon. So von wegen, ja, jetzt muss noch Dessa noch umgebracht werden. Die Königin muss halt auch noch sterben. Und dann machen wir einfach diese zwei Level und dann sind sie ganz kurz fertig. Und naja, irgendwie schade. Aber naja. Ich meine, guckt euch das an, wie ich mit diesem Charakter einfach hier durchrenne. So, wo ist die Königin? Komm her. Ja, die Sequenz möchte ich gerne abbrechen. Dankeschön. Boom. Next. Ach. Ah, das hat mich ganz getroffen. Next. Nächste bitte. Nur nicht so schüchtern. Es sind genug Raketen für alle da. Ich frag mich... Okay, nein, ich kann sie hier leider nicht direkt mit einem Schlag töten. Das wäre aber witzig gewesen. Aber jetzt, bam! Und tot. Das ging schnell so. Ich gehe mal wieder zurück ins Menü, denn ich möchte die Zwischensequenz nicht nochmal sehen und abbrechen müssen. Und so ist das einfacher. Ja, ich würde sagen, das war's mit Enclave. Irgendwie hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich sagen wollte, aber das habe ich jetzt auch wieder vergessen.
Auf jeden Fall, ich bin ganz froh, dass ich jetzt Enclave mal fertig habe und mich jetzt auf meine anderen Projekte konzentrieren kann. Ich meine, Gothic wurde sehr oft gefragt, dass ich das bitte endlich weiterspielen soll. Und jetzt, wo ich Enclave durch habe und damit ein Projekt weniger, wird es Zeit, auch mal wieder mit Gothic anzufangen. Also diejenigen, die beide Let's Plays verfolgen, auch wenn das jetzt eventuell nicht mehr so viele sind, nachdem ich ja teilweise einfach so lange nichts hochgeladen habe und nichts von mir abhören lassen. Auf jeden Fall, die wird das freuen. Hoffe ich. Und falls ihr so neu dazugekommen seid und jetzt das Let's Play so geguckt habt, irgendwann in ferner Zukunft oder auch nicht so ferner Zukunft, man weiß ja nie, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in meinen anderen Projekten vorbeischauen würdet. Ja, vielleicht ist ja was für euren Geschmack dabei. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und für die vielen schönen Kommentare. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.